Die soll also nirgendwo einklappen. Nee. Und die Zugbrücke, die klappt hoch, hatte ich gesagt, ja. Das heißt, lass mal kurz überlegen. Hier kommt die erste Zugbrücke hin. So, das heißt, hier geht der Steg los. Also ja, ich mache das mal mit einer Channel-Markierung, da sieht man es besser. Hier wird gechannelt. Hier wird gechannelt. Und hier soll auch gechannelt werden. Jeweils. So. Das heißt auch, dass hier jeweils unsere Schussräume hinkommen. Und ich merke gerade, das ist etwas klein geraten. Also sollte ich doch so viel dazugeben. So, genau. Ja, machen wir das so breit. Wir sind Zwerge, wir bauen groß. So. So, das heißt Channel-Befehl. Channel-Befehl erstmal. Dafür geben wir hier die Channel-Befehle, dass ich das besser durchdenken kann. So, und dann soll irgendwann hier unten auch gechannelt werden. Also, Channel-Befehl. Wie groß machen wir die Brücke? 1, 2. Zu tief will ich auch nicht gehen. So, 1, 2. 1, 2, 3 wäre ich hier. Also, wenn ich hier den Channel-Befehl machen würde. So. Dann müsste es hier weitergehen. 1, 2, 3. Ne, machen wir es anders. Wir müssen, sollten von hier aus als Ausgangspunkt gehen. Wieder den Channel-Befehl hier. So, nehmen wir das hier als Ausgangspunkt. 1, 2, 3. Ah, das ist die Brücke, aber etwas klein. Nein. Bleiben wir so. Geben einfach hier nochmal 1, bevor wir hier rumgehen. So, wieder 3 und hier channeln. Genau. Sehr gut. Das heißt, hier, das hier kann ruhig so lang werden. So. Obwohl hier unten, das brauchen wir nicht unbedingt. So. Das hier, da nehme ich unsere kleinen Räume, in denen nachher unsere Armbrustschützen stehen werden und auf die Brücke schießen werden. Genau. So. Das heißt, wir können hier auch wieder alles designieren, dass es gemeinert werden soll. Erstmal. So. Und. Ach nee, halt. Doch, das können wir schon mal weg-x'en. Das ist nämlich jetzt nur für die Planung. Wie immer. So. Das sieht schon mal ziemlich zwergisch aus, wie so eine Zwergenrune. Was ich brauche, ist jetzt der Unterboden. Ja.
Also ja, erstmal habe ich gesagt, von hier bis hier, 2 Etagen tief, wieder das falsche Ding erwischt. 1, 2, 3, 4. So. Und das war schon wieder nicht ganz richtig, sondern so. Genau. Hier ist die erste und zweite Säule. Die bleiben bestehen, weil sonst stürzt mir das ganze Ding ja über dem Kopf zusammen. Selbiges gilt auch für hier. Genau. Jetzt brauche ich noch die Dinger hier. In der Planung. Genau, müsste das so sein. Und so sein. Und so. Gut. Dann kann ich natürlich auch gleich schon hier die erste Treppe setzen. Ha. Das war irgendwie ein Problem. Genau, ich muss hier nochmal 3 jeweils dran setzen. So und so. Da kann ich nämlich hier jetzt die Downward Stair setzen. Hier eine Up and Down Stair. Das war falsch, das war Ramp Removen. Hier. Und hier eine Upward Stair ist Z. Nein, war U. Genau, so. Genau, das führt dann, würde dann hier reinführen, so. So, so und so. So und so. Jawohl. Genau. Und die andere, die führt hier weit vorbei, genau. Die führt einfach weiter in die Tiefe. Mhm. Gut. Sieht jetzt noch zwergisch aus. Gut, das war's soweit jetzt erstmal mit den Designations. Jetzt müssen wir unsere Zwerge erstmal ordentlich schuften lassen. Ich habe übrigens die FPS-Zahl auf 100 runtergedreht, weil mir das Spiel sonst einfach zu schnell läuft. Brauer braut Drinks. Sehr schön. Habe ich irgendwas verpasst? Nö. Gut. Oh, das Essen liegt da einfach so rum. Aber jemand schnappt sich etwas und bringt es nach unten. Wie sieht es hier oben aus? Wir haben noch sehr viele Barrels da drin gelagert. Wie viele Barrels haben wir hier noch? 1. Ich wünsche, jemand würde das Essen vor dir aufheben, den Meat Pudding. Was sagen eigentlich die Stocks? Was haben wir so an Essen noch genug? Plants haben wir auch. Drinks. Strawberry Wine, River Spirits. Prickleberry Wine, wahrscheinlich die River Spirit. Ne, Tabberbier. Okay. Wahrscheinlich der River Spirit wird aus Fischerberries gemacht. Wir können übrigens jetzt auch sagen, was wir brauen wollen für Alkohol. Also wenn wir dezent sagen wollen, wir wollen jetzt Plumpemmet Wine. Also Dwarfenwein. Dann können wir das dezent sagen, wenn wir sagen, wenn wir nämlich bestimmte Samen schnell bekommen wollen. Können wir das direkt sagen, ob wir zum Beispiel
Wo sind denn die Fisherberries zum Beispiel? Fisherberry Wine. Products. 5 Drinks, Fisherberry Seed und alkoholischer Nebel. Ja, gut. Wir lassen jetzt erstmal unsere Leute schön buddeln da unten. Hä? Was ist denn das für eine Wand? Achso, die ist noch gar nicht aufgedeckt, deswegen. Also ja, da kommen auf die Etage hier unsere Baracken und alles. Hier haben wir ja genug Platz für Trainingsräume, Schlafräume und so. Und die kriegen dann irgendwie Zugang. So, jetzt nebenbei. Das sollte ich eigentlich auch noch planen, um zu sehen, ob dir der Platz auch wirklich reicht. So, hier einen. Vielleicht noch einen am besten Schritte. Dann kommt hier ein Fünfergang. Hin. So. Das war jetzt zu viel übrigens. 1, 2, 3. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch 3, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. So. Von da aus. Reicht das gerade mal so aus. Hier zu minern. Ja. Gut. Gerade so. Wir hätten vielleicht doch eins höher gehen sollen. Dann wäre das hier etwas. Kommt, gehen wir eins höher. Gehen wir ein Stück höher. Wir müssen ja nicht alles abreißen. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4. Ich habe das ja so gemacht gehabt. Hier ist die Mauer, das heißt, hier ist der Gang. Das heißt, die Brücke geht hier drüber. Auf diesem Feld ist schon wieder Mauer, genau. Das heißt, so, so. Und so. Irgendwas ist hier noch nicht ganz richtig, fällt mir gerade auch noch so auf. Also, ja. Nein, so hatte ich es auch nicht geplant gehabt. Machen wir einfach hier so das X. So, ja. Das heißt, wir nehmen eins, zwei, drei. Das hier weg, alles. Hier, hier und hier. Ja. So ist es etwas kleiner und kompakter. War das jetzt richtig? Ja, das heißt, hier wird gechannelt und hier geht dann genau. Das heißt, weiter. Das heißt, erstmal X sehe ich hier unten die große Halle raus. So. Gehe wieder jetzt nach oben. Und X das hier auch mal weg. Oh ne, hier wird schon die Brücke angesetzt. Gut. Das heißt, die Entfernung, die müsste reichen.
Ja, hier wird gechannelt, genau. Hier wird die Brücke angesetzt. Ja, das heißt, wir können das hier so lassen. Oder wenigstens um 1 verlängern, dass es ein bisschen symmetrischer aussieht. Ups, das war jetzt zu viel. So. Das heißt, das alles und das alles und so und so. Gut, das heißt, wir haben von hier aus, ja. Das heißt, ich kann noch hier so ein Segment, ups, rausbuddeln. Bevor ich hier anfange runter zu buddeln und hier anfange zu channeln, und dann buddle ich einfach hier weiter, so zwei. Ups, das war nicht buddeln, das war channeln, das ist falsch. Genau. So habe ich nämlich definitiv mehr Platz zum Rand. Kann jetzt meine Fünferhalle für die für das Tweetipo planen, so. Und die beiden Anbauflügel für die Lagerstätten, wo unsere Finished Goods hineinkommen. Und dann habe ich mir auch ein System überlegt, wie ich das am besten mit den Säulen machen sollte, die das stützen sollen. Nämlich, ich gehe erst, markiere erstmal hier und hier. Das sind nämlich so die zentralen Mittelpunkte. Und mache das gleiche hier und hier, so. Und dann suche ich die ungefähren Mitten. So, das ist hier. Und von da aus springe ich dann in die anderen Richtungen, so. So, dann kann ich die in der Mitte wegmachen. Und habe jetzt eine große Halle mit 6 Säulen insgesamt. Sehr schön. Ja. Das heißt, wir können dort das Tweetipo bauen. Ich mache das jetzt mal so, dass ich hier noch ein Stück abschneide, dass sie erst den Rest aushöhlen, bevor sie die Seitenflügel anfangen. So. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es dürfte klappen. Sie sind ja schon ziemlich weit, die Jungs. Was machen eigentlich die restlichen? Die storen immer noch Items. Okay. Was ist so auf meiner Map? Immer noch Milchfisch und irgendwelche Vögel. Was seid ihr für Jungs denn? Set Status. A light blue waterfowl with long legs and a long neck found near and around watery areas. Also so eine Art Storch, hä? Ja, gut. Kitchen. Stork Whisky. Ah, den könnte ich verkochen, theoretisch. Aber machen wir nicht. Wir bauen einfach darauf, dass uns unser Trinken reicht. Gucken mal kurz übers Military. Kann man das nämlich gut gucken? Über den Schedule. Der gar nicht aktiv ist, weil wir keine Squads haben. Bill. Wollte ich eigentlich gucken, aber wir können auch, glaube ich, hier gucken. Oder war es unter Z?
Late Spring. Ah ja, wir haben noch wir haben späten Frühling, das heißt, bald kommt Sommer. Und im Sommer müsste unsere erste Migrantenwelle kommen.